Immer wieder gibt es Spiele, bei denen man Kugeln durch Labyrinthe manövrieren soll. So wie zum Beispiel Vertigo. Scheinbar haben die Spieleentwickler noch immer nicht kapiert, dass es für eine Kugel nur ein brauchbares Steuerungsgerät gibt. Den Trackball. Alles andere ist Blasphemie. Das bewies schon ein Klassiker aus dem Jahre 1984, der mit zwei solchen bestückt war. In Mark Cerny's kurzweiligen Geschicklichkeitstest galt es mit der Uhr im Nacken, eine Murmel durch sechs gefährliche Parcours zu rollen. Und warum nannte er es Marble Madness? Na klar, weil es einen mit seinen engen Wegen und seinen fiesen Fallen in den Wahnsinn trieb. Die einzige Entschädigung für all die Mühen, ein gelegentlicher Zeitbonus, putzige Animationen und das geniale fünfte Level, in dem man sich an all den fiesen Würmern und Säurepfützen rächen durfte. Atari vertrieb den Titel in der Spielhalle und verdiente sich dabei eine goldene Nase. Denn Marble Madness ist eines der wenigen Games, bei denen der Multiplayer-Part schwerer ausfällt als das Einzelspiel. Man steht sich ständig im Weg und wenn einer zu schnell voranschreitet, schaut der andere in die Röhre. Meine Güte, Marble Madness hat wahrscheinlich schon mehr Freundschaften zerstört als alle Stasi-Akten zusammen. Solltet ihr es also in einer Retro-Sammlung erstehen, dann spielt es besser alleine. Abseits der Spielhalle wurden Amiga-Besitzer mit der besten Umsetzung beglückt. Grafik und Gameplay entsprachen fast zu 100% dem Original, wohl auch, weil man einen Trackball anschließen konnte. Aber warum zur Hölle ist die Murmel des ersten Spielers hier rot? Genauso in der Mega Drive-Fassung, deren Joypad-Kontrolle einem mächtig auf den Geist gehen konnte. Durch die isometrische 3D-Ansicht hatte man ständig Schwierigkeiten, die Kugel auf der Bahn zu halten, auch wenn zwei Steuerungsmethoden angeboten wurden. Eine direkte, bei der man die Kugel so voranrollt, wie man sie sieht. Und eine um 45 Grad versetzte Variante, bei der man leicht umdenken musste. Geholfen hat aber keine von beiden. Mein persönlicher Konsolenfavorit ist übrigens die NES-Umsetzung. Erstens, sie hatte eine blaue Kugel. Zweitens, trotz ähnlicher Steuerung wie beim Mega Drive konnte man die Murmel seltsamerweise einigermaßen unter Kontrolle halten. Drittens, es ist die einzige, die ich damals durchgespielt habe. Und wofür? Für einen einfallslosen Abspanntext und einen Haufen hüpfender Bälle? Na toll.